Ja. Ist halt so. Man versucht halt ein bisschen Witz hier reinzubringen. Einerseits, manchmal ist es gelungen, manchmal muss man auch so sagen, so ein bisschen so. Ha, uff. Hätte es nicht sein müssen, aber gut. Man wollte halt ein bisschen. Finden Sie den Captain des Schiffs. Ja. Er besitzt die Magnetkarte für das U-Boot. Man wollte halt so ein bisschen auf cool tun. Mit Havoc. So. Naja, nehmen wir. Brauchen wir das Ding? Ist so die Frage. Irgendwie nicht. So. Da kommt sie unter. Wir müssen da nämlich mit dem Fahrstuhl fahren. Hier ist ein Fahrstuhl. Glaube ich zumindest. Ja. Ach, das ist der Fahrstuhl. Okay. Ja, natürlich gehen sie uns wieder dermaßen auf den Sack. Hi. Wir noch weiter nach hinten. Ach, stimmt. Ganz zum Anfang. Ganz am Anfang war eine gelbe Tür. Stimmt. Ganz am Anfang war eine gelbe Tür. Gut, dass da gerade so viele standen, weil hier rechts müsste auf jeden Fall noch Energie drin sein, ja. Weil die haben wir ja am Anfang nicht gebraucht. Zwischenspeichern. Ah, du bist. Finden Sie den Captain des Schiffs. Er besitzt die Magnetkarte für das U-Boot. So. Zack. Genau. Da ist nämlich die gelbe Tür vom Anfang. So. Neues sekundäres Einsatzziel. Vernichten. Sollte jetzt eigentlich nicht so ein Problem sein. So, zack. Ach, da oben. Haben wir noch einen. So, bisschen angeschossen. Machen wir immer so. Ich weiß nicht, wo der Heli ist. Ob wir da überhaupt noch hinkommen. Die ganze Mannschaft meldet sich sofort in den Versammlungsräumen. Keine Ahnung. Keine Übung. Vor allem, dass die halt auch so viele. Oben. Dass die auch immer so viel mit der Mitte. Zack. Haben die jede Seite einzustehen? Tatsache. Man hört ganz leise im Hintergrund auch die Mann in Korker Musik. Ich habe die mal leise gemacht. Oder leise gemacht. Oder relativ leise gemacht. Er besitzt die Magnetkarte für das U-Boot. Warum? Das ist ganz einfach, weil in den Cutscenes ist die teilweise so brutalst laut, dass man da die. Dass man die Stimmen da teilweise mit Pech gar nicht versteht. Hier ist er jetzt, ja. Alex ist da sogar fast ein bisschen zu leise. So. Radar wird aktualisiert. Nur weiter so. Transportieren Sie Torpedorampen? Captain Parker, bitte melden Sie sich beim Zellenblock. Nö. So, Torpedos müssten rein theoretisch unten sein. Da müssten wir auch rein theoretisch auch lang kommen. Wenn wir da nachher zurückgehen. So. Der arme Küchenchef. Der hat natürlich damit überhaupt nichts zu tun, aber na gut. Der hätte so auf uns geschossen. So. Ja, Heli, warte mal. Wir können gleich miteinander spielen. Oh, da ist ja noch einer. So, Heli. Komm her, wir können miteinander spielen.
Da müssen wir dann wieder zurück. Willst du mich jetzt natzen oder so? Komm da. Oh. Komm da her jetzt. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe ja. Der Stufe 3. Da kommt er. Problem ist, ich brauche jetzt nicht meine ganzen Raketenwerfer-Schüsse auf den schießen. Weil wenn er nicht hovert, sondern nur so blöde seitwärts fliegt, kann ich halt nichts dagegen machen. Jetzt geht's. Sekundäres so. Einsatzziel erreicht. So. Jetzt können wir hier nämlich reingehen. Aber kurz mal ein F6'en. Also die Mission sollte... glaube ich zumindest, ist gleich vorbei sein. Und dann werde ich auch erstmal ausmachen. Will ich das heute nämlich alles nochmal und alles schneiden. Alles fertig machen. Oh. So, einfach mal pre-firen. So. Ich habe ja genug Waffen. Das Küchenpersonal wird dazu aufgefordert, sich vor dem Dienstantritt die Hände zu waschen. Also es wäre schon optimal, wenn es so sein soll, sein oder so ist. Dass sich das Küchenpersonal wirklich davor... Stimmt, eine Shotgun gab es ja auch noch. Ich glaube, die Shotgun war gar nicht mal so schlecht. Radar wird aktualisiert. Dass das Küchenpersonal sich da vorher mal die Flossen wäscht. Rechts ist auf jeden Fall so ein Chemiespacko. Den wir wahrscheinlich auch, ja. Da noch. So. Ich bin mal gespannt, ob man Kane hier wirklich irgendwie sieht, weil Kane ist ja so... halt der wow, der Bösewicht von Command & Conquer Tiberium Universe. Treffen Sie sich mit den Gefangenen am U-Boot-Tor zur Evakuierung. Ja. Ach, bist du da? Was steht denn ihr da? Weiß nicht ganz genau, wo die waren. Normalerweise, wie gesagt, ist das Spiel so, dass man rein praktisch daran vorbeikommt. Nee. Da lang. Hi. Jo. So. Wir konnten hier... genau, nochmal eine Etage tiefer. Nochmal eine Etage tiefer. Nochmal eine Etage tiefer. Es hätte auch sein können, dass wir da hinten jetzt durchgehen müssen. Also es kann sein, dass wir jetzt einfach mal komplett falsch gehen. Um die Torpedoröhren zu sabotieren, wählen Sie sie aus und verwenden dann die Aktionstaste. Neue Verdrahtung vollständig. Okay, war doch richtig. Und jetzt müssen wir durch das rote Tor. Nee, noch ein Stückchen höher. Und noch eine Etage höher. Und einmal hier durch und dann durch das rote Tor und dann ab zum U-Boot. Und dann müsste die Mission durch sein. Ah, zwei Stunden haben wir dann, ein bisschen über zwei Stunden habe ich dann aufgenommen. Treffen Sie sich mit den Gefangenen am U-Boot-Tor zur Evakuierung. Genau. So. Zack, zack, zack. Da sind wir ja langgelaufen da unten. Oh, hi. Ja, zum Glück hat er mir gerade die Shotgun nicht ins Gesicht gedrückt. Hi. Meine Mumpeln wären ein bisschen knapp. Ich würde ganz gerne normale Munition haben. Ja, okay. Ich hatte mir zumindest noch 100 Schuss gegeben. Die Gefangenen befinden sich im U-Boot-Hangar und werden angegriffen. Beschützen Sie sie unter allen Umständen.
Ja, ha. Ich bin ja unterwegs. So. Hi, bin da. Wir können. Schützen. Werd mal F6'en. Also Freunde der Nacht, wir können. Freunde der Nacht, wir können halt immer noch. Aber ich glaube, wir müssen halt wirklich erstmal die ganzen Gegner schon hier kaputt machen. Bevor wir irgendwas machen können. Aber rein theoretisch könnte sie... Sie sich mit den Gefangenen am U-Boot-Tor zur Evakuierung. Ja, ich bin noch da. U-Tor. Treffen Sie sich mit den Gefangenen am U-Boot-Tor zur Evakuierung. Primäres... Jetzt. Oh Mann, manchmal ist es ein bisschen nervig. Sie haben wieder mal Glück gehabt, Havok. Dank der Informationen aus der Nordkommunikationszentrale konnten wir die Wissenschaftler lokalisieren, die Sie aus den Augen verloren haben. Diese Festung ist die aktuelle Operationsbasis der Schwarzen Hand. Wir denken, dass Raveshaw Möbius hier gefangen hält. Großes Haus für einen kleinen Mann. Diese Operationsbasis schaffen selbst Sie nicht ohne Hilfe. Wir haben Ihre alte Einheit, die Dead Six, zusammengetrommelt. Hotwire, Patch, Gunner... und Deadeye. Sie sind bereits zum Zielobjekt unterwegs. Sie werden sie unterstützen. Ich arbeite allein. Keine Diskussion, Herr Vogt. Es sind ausgezeichnete Soldaten, die besten. Der Zix ruft Pegasus. Over. Hier, Loke. Wir nähern uns der Absprungzone, General. Gunner. Ist das Herr Vogt? Hi, Kumpel. Wie geht's denn so? Bestätigt, Gunner. Was ist Ihre Ankunftszeit? Wir sollten Sichtkontakt haben in... General, wir stehen unter Feuer. Wiederhole, wir stehen unter Feuer. Gunner, melden Sie sich. Man hat sie abgeschossen. Ein Hubschrauber wartet schon. Los, bewegen Sie sich. Alter Bursche, was? Komm nur zu mir! Natürlich überlebt es, natürlich. Hier Hotwire. Ich kann mich mit Ihnen nicht an Ihrer Position treffen. Ich befinde mich im Südwesten und stehe unter schwerem Panzerbeschuss. Bin schon unterwegs. So, beschütze Hotwire. Aber das machen wir alles beim nächsten Mal. Wie gesagt, 2:03 aufgenommen. Ich kann das jetzt alles schneiden, alles drum und dran. Und dann anfangen zu rendern. Ich bin mal gespannt, ich heute, beziehungsweise wie viel ich rausschneiden kann. Oder muss, besser gesagt. Aber gut, egal. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommt an den Conquer Renegade. Für den einen etwas unbekannt und für den anderen vielleicht sein Lieblingsspiel, man weiß es nicht. Das könnt ihr natürlich ganz gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Ansonsten abonnieren, kommentieren, liken, alles drum und dran nicht vergessen und haut's rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.